Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Workers and Resources Soviet Republic. Meine Lieben, wir sind wieder im Sowjetstaate unterwegs. Ein wundersames Gelände hier, das wir beackern. Wir haben natürlich noch eine riesengroße Baustelle da hinten offen, da geht auch noch nichts. Da wird hoffentlich jetzt dann auch bald angefangen. Groß viel zu tun ist da noch nicht. Aber was wichtig ist, und das ist extrem wichtig, ist, dass hier jetzt endlich mal Import stattfindet von Kies. Kies haben wir relativ viel, da müssen wir bloß immer ein bisschen aufpassen. An manchen Tagen, nicht mehr so ganz. Also wenn wir viele Straßen bauen, dann kommt unsere Kiesproduktion ans Limit. Da wir jetzt nicht äußerst viel Kies brauchen pro Tag, ist es natürlich immer relativ. So, jetzt müsste demnächst der Zementlaster kommen. Da ist er. Und jetzt geht die erste Plattenproduktion an den Start. Und wir produzieren unsere eigenen Platten. Gebäude ist ohne Stromversorgung. Ihr könnt mich doch mal am Arsch. Was? Hat er nicht gesagt. Nein. Hat er einfach nicht gesagt. Alter Schwede, okay. Ja, hat er nicht gesagt. So. So. Machen wir das mal folgendermaßen. Bezahlen wir gleich. So, hier will ich das auch nochmal ranbringen. Das sind die Mittelspannungsleitungen. Boah, die haben natürlich extreme Leistungen, die sie hier abliefern können. So, und hier oben haben wir keinen Weiterleiter, ne? Machen wir das mal so. Bisschen so nah wie möglich hier ran, damit wir die Bahntrasse nicht beschädigen. So, dann brauchen wir hier Hochspannungsleitungen. Ach komm, echt jetzt? Na, da war doch was. Gerade eben habe ich es doch gesehen. Machen wir anders. Ja, hier können wir es nicht direkt anschließen. Das ist schade. Das heißt, wir brauchen hier einen Mittler irgendwo. Aber ich habe gerade doch gesehen, dass es grün aufgeflackert hat. So, jetzt nicht, das geht gar nicht, oder was? Nee, das geht gar nicht. Das hier wäre schön. Ja, hier ist schön. Na also. Okay. Den brauchen wir Sträßchen. Den bauen wir natürlich auch hübsch. Können wir die hier rumbauen? Das wäre natürlich auch hübsch. Wir sind hier halt voll mittendrin, ne? Also das ist eigentlich saublöd, warte mal kurz. Das ist schon in Ordnung hier. Das übergeben wir mal. Trolleybus. Ach, das ist das neue Update, was rauskam, ne? Warte mal kurz. Das hier. Sprengen. Und hier über den Stromleitungen. Trolleybus ist das neue Update, was jetzt rauskam. Das ist ziemlich geil. Da kannst du so, im Prinzip Tram... Modelle kaufen. So,
dann bauen wir jetzt das hier auf, auch wenn es teuer ist. Dann bauen wir das hier auf, auch wenn es teuer ist. Und dann bauen wir das hier auf, auch wenn es teuer ist. So, dann haben wir das mit dem Strom jetzt hinbekommen. Oder? Jetzt, oder? Nein, noch nicht. Stromversorgung, 6 Megawattstunden. Kaum Leistung drauf. Gebäude ist ohne... Ach so, hier fehlt noch irgendwo eine Leitung. Das hätte ich natürlich machen sollen, ne? Ah, ich weiß wieder, warum ich das gemacht habe. Gut, ist nicht unbedingt filigran, funktionieren tut's allerdings und produziert gerade unsagbare Tonnen an Platten. Haben wir das eigentlich im Export und wenn ja, was bringt so eine Platte eigentlich? Platten vorgefertigt, immerhin. Beim Verkaufspreis 43 pro Platte, pro Tonne. Und die produzieren sich aber ordentlich fix, du. So, dann brauchen wir das Ding noch. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich dafür... So, da ist nämlich auch schönerweise gleich eine Schiene dran. Also wir könnten das auch tatsächlich direkt so über das Ding verkaufen. Wir müssen bloß dieses Massiv hier überwinden. Und das können wir tatsächlich. Hier hinten würden wir tatsächlich mit auf die Bahnlinie draufkommen und könnten hier eine separate Schienenanbindung bauen. Hier könnten wir auch tatsächlich das nutzbar machen, indem wir dann noch eine Bahn drüber jagen. Aber jetzt müsste eigentlich hier dann irgendwann voll sein. Und wir sagen, Menge begrenzen, 100% bei den Platten, oder? Nee, nicht begrenzen. 2 Tonnen liegen hier drin. Da sind sie. Schön. Okay, meine Lieben. Jetzt kommt der Plattenbau. Endlich. Okay. Was brauchen wir zuerst? Okay, das ist alles, was wir haben. Aber mich interessiert was anderes gerade. Gebäude. Gebäude. Ganze Karte. Und jetzt will ich bitte Folgendes sehen, und zwar Bau, 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 Konstruktionsbüro. So. Hübsch. Das war Nummer 2, Nummer 3. Fertigpaneele. Zack, boom, bang. Wunderhübsch. 3. 4. Fertig. 5. Weil jetzt können wir nämlich endlich mal das machen, was ich die ganze Zeit schon wollte. Nämlich für unsere Arbeiter ordentlich was reinbringen. Also ob das jetzt sofort angenommen wird, ich weiß es ja nicht. Hier liegen auf jeden Fall mal anständige 13 Tonnen Palette. Da war doch gerade was. Ach nee, hier. Hier wird gerade die Straße gebaut. Das geht jetzt relativ flott alles, ne? Das mit dem Überholen ist echt eine so geniale Geschichte. Ich wünschte mir, das wäre in vielerlei anderen Spielen auch so. Unsere Leistung geht auf jeden Fall nach oben. Und zwar rapide von dem, was da hier laufen sollte. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Wir haben hier oben auch noch ganz schön viel Zeugs. Ist keinem Bauamt zugeordnet. Sollte aber eigentlich bei dem Bauamt mindestens dabei sein, richtig? Ja, ist locker drin. Aber die bauen hier an vielerlei anderen Sachen rum. Deswegen sehen wir es denen nach. Ich baue das jetzt auf jeden Fall fertig, weil das ist wichtig, damit wir den Tank voll bekommen. Jetzt kommt hier was rein. Wunderhübsch. Okay, also hier sehen wir, was rein und was rausgeht. Jetzt können wir das absperren. Okay, jetzt. Quelle sendet keine Rohstoffe. Ach so, es hat sich komplett leer gepumpt. Okay, was wiederum da unten reinfließt und da hier ordentlich den Import voll machen sollte.
Ja, passt. Hier füllt es auch gut auf. So, die haben alle noch gut zu tun. Hier wird auch gut was gemacht. Hier ist allerdings mechanische Bauteile, die fehlen. Die kosten 23.000. Das bauen wir jetzt auch fertig. Einfach damit wir es fertig bekommen hier unten. Das bauen wir auch fertig. Dann funktioniert theoretisch zumindest diese Produktion. Ohne Arbeitskräfte allerdings noch eher weniger. Import Kies, Import Holz, kommen Chemikalien raus. Chemikalien, meine Lieben. Falsch. Da. Chemikalien. Gucken wir mal, wo die sind. Da. Die sind sackteuer, meine Lieben. Noch teurer geht's eigentlich nicht. Chemikalien ist der teuerste Rohstoff, den wir hier kennen. Wir verarbeiten das tendenziell zu Kunststoff weiter. Wahrscheinlich ist die Menge von Kunststoff dann enorm, aber auch die ist teuer. Und da brauchen wir null Chemikalien und auch Öl. Das heißt, diese Fabrik wird eigentlich nichts anderes machen, als hier das Öl durchleiten. Deswegen würde ich gerne, wenn dann, nochmal hier einen Tank aufbauen. Mit einer Pipeline, aber das gucken wir jetzt gerade mal. Wenn ich jetzt hier sage, warte mal kurz, ich brauche die Pipelines dazu. Und ich brauche viele Eingebende, die einen Ausgehenden feuern. So, hier ungefähr. Oder hier halt. Komme ich da jetzt mit einer Straße noch raus? Ich habe es befürchtet. Komme ich hier mit einer Straße durch? Ja. Ja, geht noch. So, bauen, lassen wir mal bauen. Und jetzt bauen wir halt einfach nochmal, um den Output hier größtmöglich zu nutzen. Theoretisch sollte das jetzt ganz gut klappen. Also, jetzt machen wir erstmal Straßen her. Auf unser neues Ölfeld der Liebe. Und lassen wir es bauen. Natürlich lassen wir es bauen. Betonbrücke mit Trolleybus. Alter, wie das alles geht. Was du alles noch machen kannst, wo wir noch nicht mal ansatzweise so weit sind. Können wir eigentlich auch schon langsam bauen, oder? Aber das schauen wir jetzt erstmal. Oh, das ist doof. Das ist schlecht. Lassen wir mal bauen. Mal gucken, wie weit sie kommen ohne Hilfe. So, dann reißen wir das hier weg. Und dann bauen wir hier nochmal einen Verbinder rein. Und da müssen wir jetzt schauen, wie wir das am blödsten hinbekommen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den hier rüberkriegen. So blöd. So. Und dann lassen wir das Ding hier wiederum reinfließen. So, und dann lassen wir hier frei. Und dann brauchen wir hier natürlich auch wieder Straßen. Aber wir kommen wahrscheinlich nicht durch, ne? Das heißt, wenn das Gebäude brennt, haben wir ein dickes Ei, ne? Nee, das ist schlecht mit den Leitungen hier. Müssen wir das nochmal abbrechen. Da müsste erst die Straße hin, sonst wird's nichts. Gott sei Dank können wir die bauen. Puh, okay, jetzt müssen wir mit der Leitung nochmal nachgehen. Also das ist ein bisschen Murks alles, ich weiß.
So, jetzt aber. Gut, das ist jetzt Prioritätsbau, allesamt, so wie es da steht. Eigentlich aber eher ab dem Teil hier. So, dann der Teil. 21.000, ja, da fließt das Geld davon, ne? Und dann der Teil. So, damit läuft diese Geschichte hier durch. Der leitet weiter und der müsste dann hier reinkommen. Folglich dürfte der hier nicht volllaufen. Tut er auch nicht. Sehr hübsch. Gut. Jetzt geht's dann hier weiter. Also das ist der Grundaufbau, den werden wir jetzt auch größtenteils bauen lassen. Das ist ja alles Ölplattform. Das ist schon ziemlich eng alles, was wir hier machen. Aber dann haben wir dann auf jeden Fall nochmal ordentlich Leitungen. Hätte ich das früher so gebaut, hätte man natürlich auch deutlich mehr Raffinerierungsgeschwindigkeit hier. Das Schöne ist, das gibt der hier halt super, super entspannt ab, ne? Dann kriegen wir hier unser Öl rein. Das kommt auch schon tatsächlich. Das könnten wir aber hier tatsächlich begrenzen, oder? Mengenmäßig? Nee, ne? Können wir nicht. Ist aber egal. Bringt uns eh nichts. Auch hier könnten wir es begrenzen. Hier müssten Kies und Holz rein. Dann könnten wir schon Chemikalien herstellen. Hier sind Arbeiter drin. Okay. Wie schaut es mit dem Zug aus? Der hat gerade tanken müssen. Ja, ab dafür, komm. Der produziert hier aber auch ordentlich, ne? Uiuiui. Nicht schlecht. Also unser Sprit produziert sich tatsächlich gerade relativ entspannt. Gut, lass uns Chemikalien herstellen. Können wir vielleicht sogar auch betankt wegschieben. So. Jetzt wollen hier gerade 100 Millionen Fahrzeuge rein. Ja, es geht. Es war schon schlimmer. Ja, hier ist alles schön ein bisschen eingewachsen. Das gefällt mir gleich viel besser. Schaut nicht mehr aus wie Neubau. Wie schaut es hier aus? Wir erhöhen die Propaganda gegen die Religion. Mal gucken, ob uns das was bringt. Die Zufriedenheit ist okay. Kulturgenuss ist auch okay. Loyalität müssen wir mal gucken. Hat sich das eigentlich bevölkerungstechnisch von den Fluchten dieses Jahr auch mal geändert? Schaut gut aus, ne? So, Einwanderer? Ah ja, die haben wir gekauft, ne? Ui, guck mal. Fluchten reduzieren sich aber gewaltig. Das ist gut. Das will ich. Was haben wir da unten gerade für eine Nachricht verpasst? Fahrzeugtyp. Oh, der schaut schick aus. Ja, Fahrzeuge im Import und so, ne? Hm, zumindest erstmal. Ich würde eher gucken, dass wir Chemikalien exportieren jetzt dann auch bald. Und das dann wiederum weiterarbeiten. Irgendwas stimmt doch damit hier nicht. Also, das ist doch eine Rohstoffe entladen. Genau, das ist eine Entladungsstation. Was kostet uns die? 1.000. Komm, die bauen wir. Ohne Stromversorgung. Haben wir hier die Stromversorgung nicht? Die haben wir doch bestimmt gemacht. Haben wir die nicht gemacht. Hier hinten ist ein Spannungsschalter. Der kann, von da aus kann man rübergehen. Dann legen wir jetzt hier erstmal noch einen Plan für eine neue Stromtrasse. Also, dass wir hier möglichst alles reinbekommen. Also, das schaut gut aus. So wäre schön. Jetzt brauchen wir aber auch da nochmal. Es ist natürlich tagsüber besser zu bauen als nachts. Gut. Strom hätten wir. Zumindest theoretisch. So, dann brauchen wir jetzt nur noch eine Leitung dafür. Und die könnten wir von hier rüberholen. Ist nicht der billigste Spaß, aber wir kriegen hier Strom her. Lass uns mal hier kurz das Eck entfernen.
Jetzt. Dann brauchen wir das Stück. Und dann hätten wir hier theoretisch denn eigentlich ganz gut Strom, richtig? Falsch? Vielleicht. Wir haben Strom, keine Ressourcen. Alles klar. Meine Lieben, wie es weitergeht, nächste Folge, ihr wisst Bescheid. Bis dahin, haut rein, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf Zwergtube. Es wird geil, ich sehe es kommen. Es wird mega, mega, mega. Also bis dann. Tschüss.